Es kommen immer mehr Schlüsselschwertträger zum Vorschein. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix 2.5 HD Remix, meine lieben Freunde. Im letzten Part sind wir zur Steppe der Geheimnisse gezischt, wo wir jetzt nicht mehr hin können, und sind auf den maskierten Jungen getroffen, der uns dann herausgefordert hat zu einem Kampf. Und er hat auch ein Schlüsselschwert. Alle haben hier ein Schlüsselschwert. Dann ist nämlich auch noch Mickey in letzter Sekunde aufgetaucht, hat uns gerettet und der hat auch ein Schlüsselschwert. Und irgendwie haben alle hier ein Schlüsselschwert. Die gibt's gratis zum Verkaufen gerade. Ja, man verkauft gratis Sachen auch. Und, dann sind wir weggeschleudert worden und sind hier in Radiant Garden gelandet, wo wir jetzt einfach mal abzischen werden. Yeah. Und so. Total stylisch. Findet ihr nicht auch? Es ist so wunderschön in Radiant Garden. Mickey? Okay, er ist einfach weggegangen. Hat er uns nicht gesehen? Diese Pupsbacke. Und wer war dieser alte Knilch dort? Oh, es glitzert im Soundtrack. Ja, der Soundtrack hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einem anderen aus Kingdom Hearts. Und warum er die Ähnlichkeit hat, warum er diese starke Ähnlichkeit hat, lässt sich leicht erklären, und ich werde es aber euch noch nicht erklären, das werden wir ja sehen. Naja gut, wir werden es nicht direkt jetzt sehen, aber wenn man 1 und 1 zusammenzählt, kann man sich's denken, was aus Radiant Garden wird. Was ziemlich traurig ist. Naja, egal. Holen wir uns erstmal Truies, die sind wichtiger. Unser neues schönes Schlüsselschwert. Kann ich hier lang? Ich muss Mickey folgen. Na, wenn du das sagst, dann scheint es ja auch richtig zu sein. Ist er jetzt hier lang gegangen? Ich glaube, ne? Ach, voll schön hier. Ich muss Mickey folgen. Das scheint irgendwie... Boah, cool. Das scheint voll... Es scheint irgendwie so Königreich zu sein. Wow, 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 ho, ho. Guckt euch das mal an. Heilige Scheiße. Krass. Das ist ein richtiges Schloss. Dann ist er wohl da lang gegangen. Naja, Sportsfreund lässt uns ein bisschen höher jumpen. Jetzt können wir aber hier lang. Und er ist hier nicht. Nichts. Diese Hoppelhäse kennen wir schon. Und euch kennen wir auch. Wow, die können voll weit schießen, Mann. Und die halten schon mehr aus. Oh, Hitzehiebe. Stimmt, ich sollte mal das Abschlusskommando wechseln. Weil ich ja Hitzehiebe euch jetzt schon gezeigt habe. Wow. Alter, was bist du denn, Mann? Wow. Ja, Mann. Guck dir an. Wow, wow, guck dir dieses fette Schwein an. Was macht er da? Wow, wow, wow. Suizidbomber. Hey. Du machst es richtig. Diese Viecher sind besonders zu besiegen. Man darf sie nämlich nur von hinten angreifen. Wenn man sie zu oft vorne trifft, blähen sie sich auf und sind dann unbesiegbar und verfolgen einen und explodieren. Ich weiß, Story of my life, aber hey. Mann, wo ist der Fliegende? Boah, schießt du nicht die ganze Zeit, hallo? Bin ich hier im Hindernisparcours? Jetzt reicht's mir. Alter, Mann, ey. Du hässliches Vieh. Ach nee, warte mal, die Hoppelhäschen kennen wir doch gar nicht. Das sind ja andere. Wir kennen ja nur diese Hasen mit den riesigen Schlagohren. Was machst du denn da? Nee. Komm her. Hallo. Hallo? So. Da oben schießt noch mehr. Oh. Oh. Hallöchen. Ihr kleinen Geschwister von Flimflam. Oder großen Geschwister eher. Aua. Ich war nicht asozial zu euch. Warum solltet ihr asozial zu mir sein? So, jetzt gibt's auch die Fresse.
Oh, Moment, ich kann erstmal das Abschlusskommando wechseln. Abschlusskommando. Machen wir mal Luftwirbel. Führe mit Windkraft eine schnelle Angriffsserie aus. Wirbel die Gegner hoch. Ein Teil wird betäubt. Klingt ja sehr geil. Oh, hier sind Gegner. Hallo. Oh, das Kommando ist schon wieder ausgeklungen. Verdammt. Warum tut es sowas? Da ist eine Truhe. Die ist wichtig. So wichtig. Mein Leben hängt von dieser Truhe ab. Ey. Katsching. Energiekristall. Warum nicht ein Zykluskristall? Den brauche ich doch für die letzten Fertigkeiten. Mit Terra und Aqua werde ich es übrigens genauso machen, dass ich die Fertigkeiten alle offscreen freischalte. Also nicht sagen, ihr würdet es dann bei den anderen sehen wollen. Ich werde es genauso machen wie bei Ventus. Oh, wie geht's damit? Nicht getroffen. Aua. Ja, ich weiß, ich hab's verdient. Moment. Wie wär's damit? Cinderelli. Cinderelli. Yay. Aua. Oh, schon Level Up? Das ist ja krass. Kitching. Autoerholung. Nee. Moment. Aua. Oh oh. Traumfunke. Kitching. Yeah. Yay. 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 Okay. Wo ist der Gegner? Hier ist noch eine Lebensanzeige. Oh mein Gott, es ist ein Bug. Ich habe eine leere Lebensanzeige vor mir. Das ist wirklich ein Bug gerade. Wie geil. Eine leere Lebensanzeige. Und da oben ist ein Sticker. Ich bin dazu verdammt, eine leere Lebensanzeige zu sehen. Der Gegner ist tot. Er ist ein Geist und verfolgt mich. Der Sticker scheint erreichbar zu sein mit Sportsfreund. Abgesperrt. Yeah, Eiscreme. Eiscreme ist immer gut. Ah ja, ich bin die ganze Zeit noch mit ihr verbunden. Ach, scheiße. Ah, oh, die schönen Deling-Punkte. Naja, die füllen sich schnell wieder auf. Ich habe gar nichts von ihren Attacken eingesetzt. Einfach nur draufgehauen. Oh yeah, was ein Fail. Oh, hallo. Oh, jetzt ist die Lebensanzeige wieder voll. Was pupst denn hier so rum? Hör auf damit. Oh, Alter. Oh. Na komm. So, das war der Luftwirbel. Wow. Wow, wow, wow. Du alter, dicker Klumpen. Tschüss. Feuersturmlauf, Stufe 3. Aua. Da bin ich dafür. Ich bin auch dafür, euch eine reinzuhauen. Seid ihr auch dafür? Alles wieder cool? Alles wieder cool. So, das habt ihr jetzt auch gesehen. Goldrausch. Haben wir hier noch irgendwie was Cooles? Ach ja, ich habe gar nicht gelesen, was Goldrausch macht. Hehehehe. Ein Sprungangriff. Getroffene Gegner können Taler hinterlassen. Ist das nicht magisch? Gemach. Ich weiß. Das müsste man mir manchmal auch sagen, weil ich doch ziemlich hektisch bin manchmal. Aber hey, das bin ich halt. So, hier scheint irgendwo Mickey herumzududeln, hä? Mal looken. Hm, okay. Ach, wir sind jetzt... Ah, wir sind beim Schloss angekommen, hä? Oh. Oha. Oha, oha. Okay. Supertrank. Ich bin jetzt super männlich. Habe ich eigentlich irgendwas, um D-Punkte wiederherzustellen? Gibt es dafür ein Item, was man so nehmen kann? Moment. Kommandodecks. Ja, genau. Kommandoliste. Luftpost füllte die D-Link-Anzeige vollständig auf. Ach, dafür ist Luftpost. Okay. Ich habe das nur einmal. Nö, das ist mir nicht wert. Da behalte ich das lieber. Hold on. The castle is presently closed. But somebody just came this way. He's a friend of mine. We aren't aware of any visitors. Now run along home, boy, before the monsters get you. I could have sworn it was him. Huh? They're here! Radiant Garden shall not fall under the lights of you.
Leave this to me. Stop! But you're just a child. Now, who do you think will defend the castle if you two go skipping off? But that boy. Never you worry about him. He's a special case. A what? Evan is right. Lord and Castle come first. The boy will have to fend for himself. Which reminds me, his lordship was asking for you. A heart devoid of darkness, stripped clean of it at that. Very questionable. Also ging's nur mir so, da kamen euch diese Gestalten äußerst bekannt vor. Wer mein Rechain of Memories RP gesehen hat, wird verstehen, was ich meine. Aber sie scheinen anderen Namen zu tragen. Naja, naja. Geheimnisse über Geheimnisse. War hier oben jetzt eigentlich irgendwie noch so ein Schatz oder so? Ich weiß gar nicht. Habe ich jetzt ja nicht geguckt. Ah, ein Sticker. Und ein Schatz. Frostwurf. Na dann, den habe ich ja eh schon. Da komme ich doch niemals hin. Mein Sportsfreund ist nicht gut genug. Moment. Mickey! Was hast du überhaupt so für Fertigkeiten? Sturmlauf, Sturmlauf, Vitra, Fesselschlag. Mehr nicht? Okay, das muss ich nicht mal einsetzen. Das ist nicht wert. Sportsfreund Stufe 2. Na komm. Ah, ich hasse Gegner, die immer ausweichen und ausweichen und ausweichen und ausweichen. Los, komm, ich brauche noch ein paar Gegner, genau. So, und jetzt komm. Lichtfurore. Kaching. Und yeah. Und zing, zing, zing. Bin ich nicht einfach nur ultra-männlich? Gut gemacht, Mickey, aber... Och, du bist sogar aufgestiegen. Ist ja cool. Ich hab's nicht mal gemerkt. Weil ist der denn aufgestiegen? Weil so eine riesen Tür und dann ist da nur der Eingang. Voll klein. So dämlich. Da komme ich noch nicht hin, oder? Wenn man das auflevelt, Sportsfreund, springt man dann auch höher? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall komme ich hier noch nicht hin. Ich mach's schon wieder. Ich roll die Treppen runter. Haltet mich doch auf, wenn ihr könnt. Ihr könnt es nämlich nicht. Oh, hi. Aua. Das habe ich aber jetzt nicht so von euch gewollt. Zack, zack, zack. Goldrausch. So. Und ihr wollt mucken, hä? Und tschüss. Wow. Wo kommst du denn her? Denkt ihr, der kann mucken? Goldrausch haben wir jetzt hinter uns. Dann nehmen wir doch einfach mal jetzt Luftwirbel 2. Erstmal lesen, ne? Führe mit Windkraft eine schnelle Angriffsserie und einen Drehangriff aus und wirbel die Gegner hoch. Ein Teil wird betäubt. Ist einfach nur eine Erweiterung. Hi. Aqua. Ich will jetzt Stufe 2 Aqua. Komm schon. Yeah. Zack, zack und zack und zack. Hey. Weg. Ja, Aqua, die Meisterin der Magie. Na. Komm her. Oh. Alter. So. Hast du verdient. Du stinkst nach Rahmspinat. Oh, falsche Seite. Hui. Oh, Luftpost. Nicht schlecht. Toll, dich getroffen. Komm runter. Dober kleiner Vogel. Hat der was freigelassen? Nee, ne? Nö. Schade. Los weiter. Schnell, schnell, bevor Aqua weg ist. Immer noch keine zweite Stufe. Oh nein. Einen Augenblick. Ja gut. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Aua. Oh nein, da ist es. Schnell, sammel's ein, Ventus. Yeah.
Schutzengel. Sie ist Stufe 2 jetzt. Okay. Was hat sie denn jetzt eigentlich so bekommen? Eisra, Feuer, Blitzra, Minentrapez. Hier, pass mal auf. Minentrapez. Du stinkst. So. Hä, noch einmal? Voll lol. Warum nicht? Gut, damit ist Aqua jetzt Stufe 2 und damit voll aufgestiegen. Das ist sehr geil. Oder auch nicht abgesperrt. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Ich gehe einfach zurück zum Platz, anscheinend, wo ich herkam. Nee. I'm coming. Ja. Weg mit dir. Und dir. Nein, nicht hoch. Oh. Du kannst dich dann verpissen. Du nervst. So, der nervt mich so sehr, dass ich ihn ignorieren werde. Ich bin so böse. Yeah, ich habe gewirbelt. Aua. Weg hier, die hauen mich. Ach, how dare you. Back off, you fiend. You'll not be getting my money. Look out! I will! Hold on. Wait a moment, laddie. Don't I even get a chance to repay you? Oh, you don't have to. Now just hold your horses. I didn't mean the fortune. Maybe a wee bit of gold or a small token of... Well, could you make it fast? I know. I've just the thing in me hat. Hmm? Come here. You can tell me, lad, you came here from another world, didn't you? Don't worry, my bill is sealed. Your secret's safe with me. I'm not be asking you any awkward questions. You see, 'tis the same with me. I asked a wizard named Merlin to bring me here from another world. After all, adventure is the mother of industry, eh? Eh? Great! That all? Ach, but I'm holding you up, lad, eh? Here, these are lifetime passes to Disney Town. You'll have buckets of fun there, or my name is not Scrooge McDuck. There you are. Enough for you and two grown-ups. Cool, Disney-Stadtpass. Eintrittskarte für Disney-Stadt auf Lebenszeit. Na, das ist doch mal cool. Hätte ich nur was, sowas für Disney World, das wäre cool. Aber das kostet sicherlich einen Haufen Geld. Naja, egal. Folgen wir jetzt dem dicken Ding oder beenden wir den Part? Ich glaube, wir beenden sogar eher den Part. Weil, liebe Freunde, ich muss wirklich den Part beenden. Noch mal gucken, was wir so alles haben. Kommandofusion. Hä? Ach, ich habe einen Zykluskristall erhalten. Das heißt, ich könnte offscreen dann etwas machen, weil ich weiß jetzt nicht, was ich dafür fusionieren muss, weil man muss auch die speziellen Items dafür haben und so ein Scheiß, aber ich weiß schon, was ich mit dem Zykluskristall mir holen werde. Eine der geilsten Fertigkeiten, weil ich sie einfach so feiere. Die wird mir auch noch sehr helfen. Der Zykluskristall. Kann man der Kommandofusion verwendet werden, fügt Fertigkeiten hinzu, die die Anzahl erhaltener Kugeln oder Erfahrungspunkte erhöhen. Und das ist sehr cool. So. Items. Disney-Stadtpass. Ich denke mal, wir wissen schon, wem Ventus die zwei Tickets geben wird. Natürlich Tick und Trick. Weil das auch Erwachsene sind. Treffer! So, Mickey Luftfurore und Cinderella Traumfunke. Unversierten. Der Wutwanst oder die Wutwanst, keine Ahnung. Da sein Körper voll mit Gas ist, sind Frontalangriffe gefährlich. Sie bringen ihn zur Explosion. Wirst du Opfer seiner Selbstzerstörung, erleidest du großen Schaden. Greifst du aber seinen Rücken an, wo er praktischerweise ein Ventil hat, umgehst du seine Selbstentzündung. Praktischerweise.
Klar, klar. Seine Bewegungen sind schwer vorauszuahnen, also solltest du ihn fokussieren und dann angreifen. Für Feuerangriffe ist er besonders anfällig. In Notlagen schlägt er eiskalt mit Frostattacken zu, denen du besser ausweichst. Nö. Alrauna. Er versteckt sich unter der Erde und greift aus der Ferne an. Näherst du dich ihm, springt er aus dem Boden hervor und attackiert dich nicht nur mit seinem Gift, sondern versprüht im Laufen auch noch Pollen, die dich verwirren. Oh nein. Schatzliste. Ah ja, okay. Es geht voran. Stickeralbum. Habe ich ja nur ein Sticker. Eine Ice Cream. Und wo kann die wohl besser hinpassen als auf eine Waffel? Bisschen besser so. Yeah, voll die große Ice Cream. Es gibt hier drei. Oh je, Video. Zwei haben wir schon gesehen. Also einen wissen wir noch, aber den dritten noch nicht. Das werden wir beim nächsten Mal vielleicht herausfinden. Bis dahin, Freunde. Tschüsselchen.